Der Maximilian Geist ist schon da. Definitiv. So, was haben wir? Wir haben, bringen den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Kerze auszublasen, dann kommen wir dem Geist wieder in der Jagd, während einer Jagd und Räucherstäbchen. Schlüssel habt ihr? Schlüssel haben wir, sehr schön. Wieder wie gerade eben einmal direkt ohne Schlüssel los. Sag mal was. Läuft bei ihm. Oder lädt vielleicht noch? Ich weiß es nicht, Silas. Nein, sonst wäre man nicht im Level. Könnte es sein. Also ich habe EMF und Temperatur. Silas, man hört dich nicht. Falls du mit uns sprichst, hört man dich gerade wieder nicht, Silas. Oh nein, er ist verzweifelt. Das wäre sehr schade drum. Aber wortlose Kommunikation. Wir kriegen das hin. Ich belief einfach. Hat gerade auch super funktioniert. Ich weiß nicht, hast du Push-to-Talk denn drin oder vielleicht musst du deine Taste irgendwie nochmal über die anders? Ich weiß es. Strom ist eingeschalten. Ist schon voll drin? Ja, krass. Okay. Dann gehe ich auch mal rein. Da ist ein Lamp. Ich muss ja die ganze Zeit reden. Aber jetzt mal ganz grober Test, Max. Ich blick gerade nicht mehr so ganz durch. Bleib mal stehen, Max, bleib mal stehen. Hörst du mich jetzt, wenn ich so spreche? Ja. So hörst du mich auch? Ja. Sehr gut, dann funktioniert diese Voice Activation tatsächlich so, wie sie sein sollte. Ich bin schwer begeistert. Und ich hab dich schon... Oh ja, doch, ich höre den Silas jetzt auch. Und jetzt auf B dann bitte, wir sind alle schon raus. Wow. Was? Also, wir sind 2 Grad an der Garage gewesen. Ja, doch, du bist dabei. Voll live zu hören. Ich bin begeistert. Wir sind schon nicht begeistert. Ja, das macht es deutlich einfacher tatsächlich nochmal. Ich glaube, wir sind die Garage ist kalt. Ja, da waren es 2 Grad, aber es ist nicht so richtig. War kälter als im Keller. Doch, das ist schon. Geht's denn hier wieder raus? Jetzt kennen wir hier wieder die ganz wilden Geräusche. Wobei das klingt eher so nach Wildsau. So. Hat sich das letzte Wildschwein auch angehört? Ja. Hallo? Kann mal jemand hier mit EMF oder so ins Garage? War nicht weit. Wir haben vorhin noch Raft gespielt, da klang das ähnlich auf der Insel, die dreckige Saudi. Ach man, jetzt werde ich schon als Wildsau angeschaut. Immer so, wie man sich gibt. Gib uns ein Zeichen, du Fremde! Ah! Ja. 5? Nee, 2. Schade. Ach, hallo, lass mal was klappern! Lass mal was klappern, mein wie Freund! Wie ist denn der, die, das gute Wesen? Aha, da hat sie was angebrabbelt. Okay. Da ist es angekrabbelt worden. Ja, 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 ja. Jetzt ist da wieder weg. Ah, 0,9. Es fehlt nicht mehr viel, dass es gefriert. Los. Hallo, hauch mich an. Hauch mich in die Fresse. Der will nicht. Nee, der hat keinen Bock gerade noch. warte mal. Ich und du, oder ich und sie verlassen mal den Raum und du interagierst mit ihm alleine. Mal gucken. Könnte ich probieren. Vielleicht kommt was bei rum. Ciao. Ciao, Sen. Aber ich hab keinen. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Lieber Geist, kannst du es kalt machen? Mir ist 0,2 Grad noch zu warm. 0,6, ne? Wir kommen schon ran, aber 1,6. Sonst liegt hier noch so ein wunderschönes Buch. Ja, aber ich weiß nicht, wie gut sie platziert ist. Ist hier noch nichts. 2,5, 5, 3. Und hat der Geist schon was gemacht oder auch nicht? Nee, nicht so wie erwartet. Kannst du mal mit mir sprechen? Ja, also komische Geräusche hier, 100.000 Sachen. Aber es wird weder kalt noch hat er Bock ins Buch zu schreiben. Schreib in das Buch. Erzähl mir, wie es dir geht. Oh oh. Ein Hund? Oh no. RCS singt.
War nur Event. Ja, egal, die haben mich trotzdem hier mal halb unter das Auto gesch. Warum denn eigentlich immer ich? Und Tobi auch. Jalla, raus da. 0,3 Grad. Ich will, dass es jalla, gefriert. Da ist doch noch gut haben. Meine Güte. Ja, ich bin jetzt hier draußen. Ich hab mich hier mal vielleicht ein bisschen entledigt. Oh nein, wenn es jetzt reingeht. Jetzt geht's hier rein und es handelt ja. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich. Ey, es war bei mir schon mal so, ich ging rein, direkt Hand, direkt tot. Ja, alles richtig gemacht, oder? Das hat mir Spaß dabei. Ist scheiße. Ich hab was mal durchgespielt. Ja, next level. Oh, oh, Event. Oh, ich sehe sie hier. Die war direkt vor deinen Füßen. Ist so ein bisschen da rumgekrabbelt und hat lustige Sachen gemacht. Oh nein, wir haben einen Krabbler, oder? Ja, das war ziemlich auf dem Boden krabbelnd. Haben wir gefriert? Bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht mag es der Geist romantisch, deswegen stelle ich hier mal eine Kerze auf. Darfst die Kerze gerne auspusten. Haben wir eigentlich irgendwas? Bis jetzt tatsächlich noch Dingens ist, oder nein? EMF. Warte mal, wie mache ich das Dots schon wieder hin? Er muss auf den Boden legen. Dann wird es eingeschalten werden. Jawohl, hatten perfekt. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten gar nichts bisher. So, ich habe auch nichts Sinnvolles mehr dabei. Wie hieß denn der, die das noch? Ey, ich glaube. Kerze ist aus. Kerze ist aus? Perfekt. Dann haben wir den Event, was wir brauchen. Okay. Das Ding ist, ich hab so eine komische Eigenschaft. Sobald irgendwie durch Dots läuft, schreie ich einfach ganz laut Dots! Solange es funktioniert, ist das alles gut. Ja, wir schreien ja alle immer hysterisch. Das Ding ist, und dann will ich Dots schreien, dann hört ihr mich wieder. Dann hört ihr mich wieder nicht. Könnte passieren. Ich nehme mal zwei Bewegungssensoren mit und stell die trotzdem mal so ein bisschen vor, dass ich was tue. Nicht nur hier rumstehe. Oh, ja. Da lacht. Da hat sie ganz dreckig gelacht. Ja, war ein Event. Aber da hat sie dreckig gelacht, als ich gesagt habe, dann. Oh, mal was mit dir. War noch niemand mit der Box drin? Ich glaube nicht. Ich bin mit der Box, das ist mir zu gefährlich. Tobi, hast du schon mal Box probiert? Möchtest du jetzt vielleicht ins Buch schreiben? Da habe ich dir so schön romantisches Licht angemacht gehabt, das hast du direkt ausgepustet. Finde ich nicht in Ordnung. Hol mir mal so eine Box. Schreibe ins Buch. Ja, geht mal raus, ich wollte mir auch eine Box holen. Eine Box. Nee, geht nur für Leute, die alleine drin sind. Max! Ja, aber dann mach du mal, ich hab hier 26 Sanity, ich könnte mal so viele vertrauen. Jetzt geht man noch zum Drogenhändler, ne? Ja klar, lecker. Sind die guten Tilidin oder was auch immer? Nee, wahrscheinlich. Oder was kann man den Pillen noch sagen? Max, du musst weg, der reagiert nur auf alleine. Freudelin-Pillen. Ganz einfach. Tja. Oh nein, wäre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Das yes. Können wir die Aufgabe kombinieren. Aber ich habe hier schon mal so ein Paket mir zusammenbereitet, bevor ich die Kerze gepackt habe. Das Ding ist, mach's doch so, geh dahin, stell dich in der Garage irgendwo auf. Dann, ja. Wenn der Geist kommt, läufst du mit Räucherstäbchen durch ihn durch ins Versteck. Und schon hast du beide Aufgaben. Oha. Klingt interessant. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber wir können es probieren. Was ist denn das Versteck? Ich schau mir das mal an. Dieses Mal ja nicht ganz so viel hinzugefügt, da wäre das. Schreibe ins Buch. Komm schon, mach irgendwas. Okay. Ja, das könnte werden. Nee, das sind unsere Kollegen, die ganze Zeit durchatmen. Ja. Ich camp jetzt hier in der Ecke und warte. Kann es sein, dass ihr diese Bewegungssensoren mögt, ne? Ja. Ich würde die Kamera dann mal aufstellen, dann hat man was getan. Beep. Möchtest du rauskommen, lieber Geist? Ich hab da sowas Rauchendes für dich. Frisch ja, ich aus. Auch. Was haben wir für einen Schwierigkeitsgrad? Profi.
Alter, wieso gibt der so wenig laut? Ja, und irgendwie haben wir noch so gar keinen Beweis, so wirklich. Ist da jemand in der Ecke? Ja. Das schaut ganz seltsam aus. Vielleicht muss ich mal... Vielleicht habe ich mir hier so ein stilles Örtchen gesucht, hallo? Aber brauch ja nicht länger als 10 Minuten. Ja, das findet die Verena nicht in Ordnung. Wenn er so wenig von sich gibt, könnte es ein Shade sein. Oh nein, jetzt habe ich meine. Habe ich es weggeschmissen und es war nur kein Event. Oh shit. Was kommt denn da? Habe ich hier durchgeräuchert und war zu früh. Shit. Was fand das hier? Ganz viel Geist in der Nähe von Arthur. Hallo. Geist. Für deinen. Nicht so viel los gerade mit dem Kollegen. Das ist mal so ein Mini-Ding jetzt hier gemacht, aber es war leider. Von der anderen Seite. War leider nur der Bait. Max, dir geht's nicht mehr so gut, oder? Oder hast du einfach nur 0% Sanity? Ghostis. Was hab ich? Du hast 0% Sanity vielleicht. Ja, das hab ich, das ist Real Life Simulator. Ja, ach so, verstehe. Bist du da? Jawohl. Gönnt euch das schon aus vom lieben Ghostis Play. Wenn wir alle weiter wegstehen, dann red mal über Walkie Talkie, bitte, über B. Midi Midi, Roger Roger. Ist hier jemand tot? Nee, bis jetzt leben wir alle noch. Ich stehe hier bereit zum Räuchern. Max, komm mal bitte raus jetzt! Ich hätte gerne einen Big Tasty Bacon mit Rippenkartoffeln. Na, was denn? Ram, nee, wie hieß das? Die Soße, ach keine Ahnung, und eine Cola dazu. Das ist du, du willst den Geist provozieren? So in der Bank. Ja, aber das bringt halt wieder nichts, wenn wir nicht die Beweise finden, wenn ihr da einfach nur drin steht und euch killen lasst. Ich will mich ja nicht killen lassen, ich würde ihn ja gerne ausräuchern, dass er hier mal erscheint. Vielleicht sind wir auch einfach im falschen Raum. Dankeschön. So. Sprich mal den Namen Kelly Jung aus. Mal gucken. Kelly Jung, komm in die Garage. Ich hab hier Räucherstäbchen für dich. Los, Kelly. Du hast noch 16% Sanity. Kelly, du hast doch Bock. Lass uns mal so richtig ein. Durchräuchern. Oh. Jawohl, das hat richtig gut funktioniert. Möglicherweise hat es mit dem Räuchern nicht so ganz gut geklappt. Ja, genau. Ja. Die geht runter, weil einer gestorben ist. Perfekt. Aber. Ja, meine kann denn noch weiter runtergehen. Jetzt hört ihr mich gar nicht mehr, oder? Wie ist das? Als Geist bin ich. Oh. Max, du bleibst jetzt auf jeden Fall im Van. Ja. Mikrofon activated. Schaut mich mal im Teamspeak wieder dazu, damit ihr trotzdem so ein bisschen was mitkriegt. Hat ja gut funktioniert hier. Sehr gut, Tobi. Ja, perfekt. Aber anders. Genau so. Ja. Abdruck an der Tür. Okay. Fingerabdruck? Habt ihr schön ein Foto von mir gemacht? Fingerabdruck habe ich Foto. Ein Hand? Nee, das ist nur ein Event, aber noch kein Hand hier. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob die Garage wirklich richtig ist. Da ist gar nicht so. Warte mal, kannst du noch ein Sanity? Oder du nimmst noch ein Sanity? Also, es kann nur noch sein, eigentlich Buch oder Dots. Hatten wir gefrierte Temperaturen? Nein, eben nee, nicht genau. Hatten wir EME 5? Auch nicht. Auch nicht. Dots ist ja auch nichts dabei. EME kann es nicht sein. Also wenn es EMF, Gefriertemperaturen und Dots nicht wäre, wäre es ja ein Poltergeist. Es kann nur noch Buch oder Dots sein. Ach, Buch oder Dots. Oder Dots, aber er ist beides nicht durchgelaufen. Oh. Ganz wild. Herr Brimmer, das Buch. Brimmer, das
diesem Buch drin? Hm. Liegt direkt in der Garage. Ich habe keine Ahnung. Aber ich liege auf jeden Fall sehr elegant hier. Habe ich gut gemacht. Weißt du nicht, wie ich meine Beine so kurz vor knapp noch so verschränken konnte? Aber das habe ich hingekriegt. Ach so, ja, wie gesagt, Profi, glaube ich, ne? Profi, haben sie gesagt. Ja, genau. Oh, Verena, jetzt. Hier ist übrigens so ein Schrank, so ein Spind, in dem wollte ich mich vorhin verstecken, aber es hat offensichtlich nicht funktioniert. Ja, ich guck mal, ob sie kommt. Ja, die kommt zu dir gekrabbelt, krabbelt. Überlebe! Krabbelt weg. Wieder so ein Krabbeltier. Ja, vor allem konstant 10er Aktivität. Lebst du noch? Ne, die krabbelt noch im Flur, die krabbelt jetzt zur Eingangstür, krabbelt die Treppe hoch. Jetzt müsste es vorbei sein. Jetzt ist vorbei, lebst du? Ja. Er ist gerade die Treppe hochgekrabbelt. Ja, Tobi, ich kann dich hören. Das ist korrekt. Dann kann ich mir das auch fast sparen, so. Alles! Oh, ich war in der Garage am Auto gekommen. Naja. Mikrofon muted. Okay, wenn der Geist, wenn er dich sieht und der Geist langsam war und du ihm davonlaufen konntest, könnte es ein Deogen sein. Was? Aber Orbs haben wir keine, ne? Orbs ist schon mal raus. Es kann nur noch Buch oder Dots sein. Schau mal kurz, aber Deogen unter Beweise. Geister, Deogen. Alter Geist, ja, genau. Deogen könnte noch Buch oder Dots. Könnte trotzdem sein. Was? Der beim Geist. Der Geist oder Phantom. Hä? Also Gefriertemperaturen habe ich ausgeschlossen, weil das hätten wir schon gehabt. Poltergeist oder Dämon. EME5 geht nimmer. EME5? Das wäre ja beim Poltergeist. Der kann mehrere Sachen wegschmeißen. Nein, wir haben doch Fingerabdrücke und Geisterbox. Und dann kannst du EMF5 ausschließen, weil wenn du EMF5 noch mit anklickst, das geht nicht mehr. Stimmt. Genauso wie Orb geht auch nicht mehr. Also es kann nur noch Buch oder Dot sein. Und warum habe ich eigentlich vor dem Scheiß-Game so viel Angst? Ich weiß es nicht. Es ist ja nur ein Scheiß-Spiel. Hat er allerdings recht. 100 Level, dann geht's. Die Verena ist leider hier Profi, die kann das dann regeln. Und vielen Dank für den Lurk und viel Spaß im Lurk. Ach ja. Ja. Naja, also. Warte mal, was wir nicht geguckt haben, ist, ob wir Karten haben, die Spielbox oder den Spiegel. Ja, wir könnten mal verfluchte Gegenstände sammeln, aber das machen wir irgendwie nie, weil die anderen zwei mit Stern beschäftigt Hallo? Sind. Hallo? Ja, tut mir ja leid. Also das nächste Mal beim nächsten Haar. Und schauen wir mal auf die Bücher. Ah, es ist so. Ja, mach das mal. Fühl mich hier so ein bisschen ausgegrenzt gerade. Sobald sie nämlich stirbt, lassen wir halt die zwei Aufgaben hier sein. Locken Dämon ein. Okay. Und fahren. Ich dachte, es ist Poltergeist. Mal gucken, ob sie gleich wiederkommt. Wird's ganz, ganz wild, glaube ich. Very, very. Hand. Ja, ist es. Direkt mal gejagt. Warum muss ich eigentlich immer recht haben? Warum? Super. Ja. Sie ist tot. Ja, ich habe letzte Runde alles gesponsert. Was hast du gesagt? Dämon. Dämon. Doch, in der letzten Runde habe ich von allem, was ich hatte, eins rein. Abfahrt. Gestorben. Wir haben Dämon jetzt getippt. Bin mal gespannt. Jetzt ist es ein Polterquatsch. Ich hab einen Poltergeist.
Ich glaube, sie hat ja noch nichts eingegeben. Ich habe Poltergeist blind gepickt. Habe ich ja gesagt. Ich habe ja gesagt, Polterquatsch. Scheiße. Sehr gut, sehr gut. Aber also, ich kann doch nicht einfach fahren, ohne dass ich weiß, dass wir fahren. Ja, offensichtlich schon. Ach, Leute, echt jetzt, Mann. Was soll? Wir haben eure beiden Seelen traurig zurückgelassen. Was ist das denn? Ist das eine Box? Na ja, wir werden es überleben. Eine Runde. Das macht dich fertig, oder? Nee, weil das ist mit euch echt eine Katastrophe immer, ey. Das ist immer so ein Durcheinander und keiner macht immer das, was er soll. Keiner macht das, wie du denkst, dass es richtig ist, vielleicht. Nein, das ist nicht nur ein Spiel. Das ist ernst. Okay, wollen wir dann wieder was Kleineres nehmen? Nein. Apropos Ernst. Ernst geht jetzt langsam mal noch an der Rang und dann geht er ins Bett. Aha, das heißt, du bist dann raus. Morgen früh um 7 Uhr auf der Arbeit. Verstehe. Na und? Ich muss. Oh Mann. Das ist dein. Hallo, warum kann ich jetzt diesen scheiß Turm nicht mehr aufbauen? Was ist das denn? Thermometer, Stativ. Also meinetwegen können wir eine Runde noch machen. Jo, eine Video. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und noch einen schönen Abend. Danke auch, ebenso. Ja, ciao. Tschüssi. Gut, dann würde ich das kleinste Haus nehmen, was geht, ne? Jo, ich kann nochmal verändern. User disconnected from your channel. Geist. Box. Drück dann. Nehmen wir Tanglewood. Rein, oder? Ich werde dich rein, direkt rot. Der Willow ist noch kleiner. Farmhaus könnten wir auch hinkriegen. Das dreistöckige Haus, vergiss es. Na gut, dann nehmen wir Tanglewood Street House. 11 Räume, 2 Treppen, Abfahrt. Ich hasse das Farmhaus. Ja, nee, ist jetzt kein Farmhaus, dann lassen wir das raus. Weil beim Farmhaus habe ich mal die Dings gemacht, die Erfahrung gemacht, dass ich quasi mich versteckt habe, was ich eigentlich nicht hätte tun sollen. Ja. Und dann gestorben bin. So. Wir könnten trotzdem eine große Map nehmen, wir sind doch zu dritt. Trotzdem, ich hasse große Maps, weil erst du die ganze Zeit nur drumrum, die ganze Zeit nur rum und findest den Geist nie. Naja, spielen wir halt einfach noch die Runde. Wenn wir es schaffen, ist doch auch schick. Gibt's wieder ein bisschen Knete für dich. Du musst das bereit drücken, Start drücken. Knete, Knete, Knete! Ich füge gerade noch Sachen hinzu, die nämlich fehlen sonst, ne? Ich hab sonst irgendwie alles mal angeklickt, was ging. Du musst jetzt gerade erstmal alles kaufen. Ich kann gar nicht mehr. Oh mein Gott. Ach so, und Ghost Display? Und du glaubst, du bist mir noch gefolgt, ne? Start. Shit, dirt. Ja, genau. Alright, we are here. So. Da war noch ein Follow da, damit es sicher wird. Okay, so. War reingefollowed. Müssen wir jetzt noch Sanity unter 25 von einem Geist. Aber ich befürchte, wir hören dich wieder nicht. Baby. Das ist schade. Schade immer. Schade. So. Foto habe ich. Dinger sind weg. Jo. Ich weiß noch gerade nicht, was ich noch mitnehmen soll. Ich nehme Box noch. Jetzt geht das schon wieder los. Aber doch, jetzt höre ich dich. Ha, endlich! Geht doch! Ich muss einmal komplett durchwechseln und dann geht's wieder. Das ist doch schön. Ich hab den Spiegel! Spiegel? Der ist wo? Ah ja, hier. Ja. Ich darf ein Foto machen. Apparat dabei? Jawohl. Warte mal. Bist du mal voll reingerannt. Oha, jetzt wird's wild. Kinderzimmer. Jetzt wird's ganz wild.
Okay, B, weiß, haben wir Fotos? Der ist im Kinderzimmer drinnen. Heimgesuchter Spiegel. Ja. Kein Versteck hier. Bist du hier? Bist du ein Kind? Owl, der hat mit mir gesprochen. Okay, Geisterbox. Oh oh. Oh ne, er ist alt. Er ist leider. Welches Kinderzimmer war's denn? Da, wo die Box zoomt. Wacht. Silas, dein Sanity ist schon bei 48. Gerade durch und zweite Tür links. Ja, weil ich in den Spiegel geguckt hab. Jo, gerade durch, zweite Tür links. Da war der Raum. Soll ich mal Sanity Pillen packen? Ja, da wo die Geisterbox. Ja. Da wo die Geisterbox. Dort. Ja, da war das Kinderzimmer, wo ihr meintet, da müsste der sein. Ja, das ist ein Kinderzimmer. Ich hab ne hier. Oh Mann, Leute. Wo ist hier? Bist du denn? Hier. Bist du woanders? Hier. Hier, hier. War das ein EMF-5? Schreib in das Buch. Schreibst du Buch, kommst du her? Bench ist schon raus, ich muss heute den Bench-Test machen. Bist du... Mann. Freundlich? Ja. Jo. Okay. Wo war ich denn jetzt dahin? Bist du ja, bei mir? Dann machst du Haie auf. Okay. Okay, haben wir die Kamera drin. Perfekt. Er schreibt ins Buch. Hat er reingeschrieben? Hat ins Buch geschrieben. Ja. Scheiße. Ich hab eine Befürchtung, es wird ein Diogen sein wahrscheinlich. Was okay, einen Dots können wir. Einen Dots können wir noch reinpacken. Jo. Nehme ich mal direkt einen mit. Jo. Warp haben wir keinen. Bislang nicht. Es ist jetzt Buch und Box. So, brauchen wir nur noch eine Kamera eventuell, falls hier noch keine steht. Ne, da ist schon eine. Ich glaube, wir können noch eine Kamera für die Dots brauchen. Wenn du gerade so Bisch gesagt hast. Aber weiß ich nicht. Wenn sie Diogen ist, habe ich Freude. Okay. Es kann doch alles sein, ne? Ich kann es verstehen. Ich kann Schwäbisch verstehen. Na gut, schauen wir mal. Aber ihr könnt euch, ich kann euch beruhigen, ich bin ein Schweizer. Oh, passt genauso gut. Naja, nur dass wir als geistige Ignoranten bezeichnet werden von den meisten Deutschen. Du bist ein Schweizer? Ernsthaft? Hast du genau richtig getippt. Ich bin ein Schweizer. Genau. Steht die Kamera richtig? Ich bin Meister im Kamera schlecht hinstellen. Willkommen im Club. Ich bin meistens auch scheiße in Kamera hinstellen. Oh, ich glaube, das steht gar nicht so schlecht. Hallo. Boah, Junge, er schreckt mich noch einmal. Junge. Hab mich da mal angeschlichen. Oh, Dots. Dots? Ja, dann, Dots? Dann hätten wir's doch. Ja, Diogen. Juhu, es ist ein Diogen. Es ist ein Diogen. Ja, es ist die Frage, nehmen wir die anderen zwei Aufgaben noch mit oder lassen wir es gut sein? Noch eine kleine. Ich könnte reingehen und mich opfern, aber das mache ich lieber nicht. Nee, wir könnten auch an der Haustür campen. Ja, wie willst du an der Haustür campen, wenn dann die Tür zugeht? Na, rückwärts, ganz schnell rückwärts laufen, wenn du das merkst. Das haben wir immer so gemacht, das hat immer funktioniert. Ja,
Haben wir immer so okay, gemacht. Wir müssen alle nochmal rein. Und dann? Die für Sanity, den Sanity-Wert unter 25 bekommen. Das könnten wir tun. Noch ein Foto okay, dabei? Dann gehe ich sterben. ich weiß nicht mehr, wie hieß er denn? Dorothy Gaten. Dorothy Gaten, genau. Dorothy. Ich hab noch eins Foto dabei. Dorothy, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von Fuß. Genau. Dorothy. Oh, ich glaube, ich habe meine Taschenlampe weggeschmissen. Das war tatsächlich nicht so schlau. Hallo, warte. Meine Taschenlampe. Warte mit Provoziere, sonst Geist schon jagt und du bist tot. So, jetzt hat. Zeige dich. Dorothy Gaten, gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Sonst hier klaue ich den Teddybären-Hasen von deiner Nancy vielleicht. Aus dem Zimmer raus. Verbrauch nicht alle Fotos, bitte. Ich hab genug. Wir haben noch drei. Dorothy Gaten. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Die hat keinen Bock auf uns. Zeige dich. Dorothy Gaten. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wie sie sehen sie nix. Zeige dich. Jetzt wird's penetrant. Zeige dich. Ah, reagiert die vielleicht nur auf Menschen, die alleine sind? Dorothy! Hat die Bock auf alle? Gib uns Tee! Jo, mach das mal. Ich bleib mal hier. Ja, okay. Dorothy! Ich bin immer noch in dem Zimmer von deiner lieblichen Tochter Nancy und werde den Hasen klauen. Versprich's dir. Komm hier mal her, sonst klaue ich den Hasen, ich weiß es. Sei denn, du lässt mich dich fotografieren. Dann könnten wir drüber reden. Dorothy, you still there? Ja, wir sind. Silas muss noch ein bisschen rein, der ist noch bei über 60. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Da hat Katze keinen Bock. Katze ist Türcamping. Wie viel hab ich denn gehabt? Mal lesen, weiß es nicht. 42, glaube ich. Jo, 37 jetzt noch. 143, du 60, 61. Wir warten jetzt hier auf besseres Wetter im Haus, oder wie? Okay, machen wir das doch. Ey, wetten, wenn jetzt die Tür zugeht und ich glitsch rein und bin sofort tot, Alter. Ah, die will nicht. Nee, die hat absolut keinen Bock. Obwohl es ein Diogen ist. Wenn du direkt in der Tür stehst, zieht man den Wenzel zu. Das ist korrekt. Obwohl es eigentlich ein Diogen ist, hat sie keinen Bock. Jetzt wäre ich fast aus Versehen rückwärts reingelaufen. Ich glaube, es passiert nicht so viel mehr. Vielleicht weiß sie auch, dass wir wissen, was sie ist oder so. Sagt sie, nope. Ja, sie ist ein Diogen. Du kannst auf jeden Fall vor ihr vorbei durchlaufen. Also weglaufen. Okay. Aber möchte ich das? Also der ist schnell, wenn er dich nicht sieht, aber der ist gerade langsam, wenn er dich sieht. Also das Gegenteil vom Revenant. Ja, ja. Ist schon mal sicher. Aber hattet ihr schon mal ein Diogen? Das, wenn ich so genau noch wüsste. Meistens sterbe ich zwischendurch und dann ist die vorbei. Und dann habe ich nicht mehr drauf gemerkt, wie er sich verhalten hat. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Okay, dann ist es das erste Mal.
aber ich glaube. Ich hatte das erste Mal, wo ich einen Diogen hatte, war ich mich irgendwann, habe ich mich irgendwo versteckt. Und bin direkt gestorben. Läuft. Ja, so. Geist hat mich, Nico the Truck. Hallo. Ach, egal. Also, wir müssten immer noch ein bisschen weiter rennen. Also ich habe 26 hier. 40, 60. 61. Das könnte durchaus passieren. Aber wäre gut, wenn ich das wäre. Dann kann ich wenigstens mit Bierflaschen um mich schmeißen oder das ist ein Geist. Ja, du mit deiner Sanity, das ist eh ein wenig das Problem. Die ist noch zu gut. Das stimmt. Ist mir Dotz, der ist wieder durchgelaufen. Sag ich ja, meine doofe Angewohnheit. Dotz. Robot Dotz, also, Motor Dotz. Will jetzt nochmal jemand. Sollen wir jetzt nochmal rein fotokopieren oder Farmer? Wenn, dann gehen wir alle drei rein. Lauft da schon noch mal ein paar Meter? Kenn ich nichts. Dorothy Gayton. Bist du da? Hab ich gewusst. Ihr geht halt wirklich, sobald ich den Namen sage, verpisst ihr euch schön raus, ne? Hab ich gewusst, hab ich gesehen. Ich geh da alleine los. Bist du noch da? Ah, oh Gott, mir hat die Tür zugemacht. Was? Nein, keiner da. Ihr habt die Tür zugemacht. Opfer mich hier fürs Team. Nein, wir kriegen die Sanity jetzt noch, wenn Silas nicht reingeht, der hat noch zu viel. Das ist wohl wahr. Alter, wie alle an der Tür kämpfen, ey. Oh, Junge, ich hab grad die Tür knarren hören. Maximal schreckhaft. Oh, das war close. Aber auch die falsche Tour. So, nochmal gucken. Was spricht die Uhr hier? Du kommst nicht von 63 runter, immer noch 63. Wenn du dich nicht ein wenig länger neinstellst, wird es nicht. Mm-mm. Das Ding ist, wenn ich hier reingehe, handelt die sofort und dann bin ich am Arsch. Meinst du, weil du so viel Leben hast? Hat die dann richtig Bock? Komm jetzt! Wenn du nicht neigest, dann wird es nix. Und los! Attacke! The guys, kommst du rein, kommst du raus. Ich bin jetzt drin. Ich glaube, da stirbt gerade jemand. Bist du tot? Wo bist du denn? Du bist voll reingelaufen. Geh dann mal, vielleicht, wenn ich hier wieder rausfinde. Ich hoffe, ihr habt alle eingeloggt. Ah, ich hab's ja doch fotografiert, wieso hat's denn nicht gezählt? Schade. Naja. Wir fahren. Ja, habe ich ja gut gemacht. Das hat ja gut funktioniert. Hat sie nochmal durchgeraged.
alles platt gemacht, was hier in den Weg gekommen ist. Der bringt der mit der wenigsten Sanity überlebt, ne? Ja, und der, wenn damit null raus muss, ah! Ganz straight. Und damit der meiste Sanity verreckt als zweites. Und eigentlich hatte ich noch ein Foto von dir gemacht, aber irgendwie hat es nicht gezählt, leider. Ich hab kurz gesehen, aber ich hab's nicht richtig drauf gekriegt. Ach, war das nicht bei Profi, dass man da nicht kein Geld kriegt? Weiß es nicht. Ach, doch, du kriegst eigentlich Geld davon, weil bei dir, du hast es ja auch. Bei dir hat er ja auch ein Foto gemacht. Ja, aber ich habe auch kein Geld gehabt. Keine Versicherung. Na, wie sieht's aus? Noch eine oder ist gut? Nee. Nee. Reicht, oder? Okay. Ich schließe mich da auch an. Ja. Eventuell wäre ich, wenn ihr morgen wieder was zockt, auch mal wieder am Start. Je nachdem. Montag ist aber wenigstens so der Zockermontag, kann sein, ja. Das stimmt, ja. Montagabend ist ein bisschen was los. Nun gut. Geht's auf, geht's nicht. Naja, dann eventuell bis morgen. Ganz genau. Dann wünsche ich dir viel Spaß noch, schönen Abend noch, falls du noch ein bisschen weiter spitzt. Und haust du rein.